Hallo? Ich habe meine Weihnachtsmütze vergessen. Moment, ich komme sofort wieder. Hallo, wie geht es euch, liebe Freunde? Frohen Heiligabend, liebe Friends. Frohe Elfnachten, genau. Meine Soße, die ich gestern gemacht habe, ist leider angebrannt. Ich hatte sie nur auf 2 gestellt. Ich dachte, köchelt halt so vor sich hin. Aber nein, also musste ich heute noch einkaufen gehen und nochmal alle Zutaten neu besorgen, nochmal die Soße komplett neu kochen. Belastend. Hast du deinen Kalender geöffnet? Auch noch eine Sache, die ein bisschen traurig ist. Nicht schlimm, aber ein bisschen traurig. Und zwar hatte ich eine Karte im Postfach, weil es gab keine Nummer 24 in meinem Adventskalender. Ich habe eine Karte bekommen, in der drin stand, Anni, dein Paket vom 24. für den Adventskalender verspätet sich ein bisschen. Wir reichen das nach, sobald es da ist, aber es hängt wohl irgendwie im Zoll fest oder so. Also haben wir heute auch kein Adventskalender-Paketchen. Aber ist nicht schlimm. Wir haben 16 Briefe. Es sind schon mehr, als ich erwartet hatte. Wirklich. Wie feierst du Weihnachten heute? Wir werden heute einmal das Weihnachtsprogramm durchziehen. Ich bin noch nicht geschminkt, also machen wir jetzt noch ein schönes Make-up drauf, damit wir süßi aussehen. Dann bereiten wir den Tiramisu vor und machen die Cannelloni fertig. Dann kommt das alles in den Ofen. Während das alles im Ofen / im Kühlschrank ist, decken wir den Tisch und machen drüben quasi so ein kleines Weihnachtsessen. Und dann gibt es Fettessen. Es ist genug Pakete zum Auspacken, also sagst du für den 24. Es kamen auch ein paar Wishlist-Pakete an. Es sind so ungefähr 5, 4, so um den Dreh. Also nicht sau viele Pakete, aber es sind ein paar Paketchen angekommen. Die können wir dann zusammen aufmachen. Dann lesen wir die Briefe und dann gucken wir, wie viel Uhr es ist und machen einfach ganz auf entspannt. Vielleicht trinken wir uns irgendwie einen Wein. Darf ich Wein auf Twitch trinken? So zum Abendessen dazu? Ich glaube, man darf nicht saufen. Man darf auch keine Drunk-Streams und sowas machen, aber ich glaube, ja. Die Regeln sind gegen exzessiven Konsum. Ja, cool, dann können wir uns sogar einen kleinen Wein trinken. Du darfst dich für Donations trinken und so. Ja, gut, das macht Sinn. Aber dann cool, dann machen wir uns einen richtig entspannten Abend einfach. Und je nachdem, wenn wir dann mit dem ganzen Weihnachtsbums durch sind, ist es locker Mitternacht. Und dann können wir mal gucken, zocken wir da noch was oder unterhalten wir uns einfach oder whatever it is, ne? Ein bisschen Make-up-u. Wie immer, meine lieben Freunde, Magic Foundation und Charlotte Tilbury. Ich mach so hart Werbung dafür, aber ich liebe die. Ist gut. Ein bisschen Rouge. Boop. Eigentlich mag sie es nur, sich mit dem Pinsel das Gesicht zu massieren. True. Aber es ist auch sehr angenehm. Ich liebe dein Make-up. Dankeschön, aber ich bin noch nicht fertig. Es wird gleich noch schöner aussehen. Ein bisschen Highlighter. Augenbrauen vielleicht? Die sehen so wack aus. Ich habe keine Augenbrauenstifte mehr, die funktionieren. Ich habe nur noch so halb leere. Versuche mal rauszuholen, was geht. Wie weit ich noch damit komme und diese Spitze ist so klein. Oh mein Gott, guck mal, wie klein. Seht ihr das, wie klein diese Spitze ist, die da oben rauskommt? Das ist so winzig, aber trotzdem tut es gerade noch ein bisschen was, dass ich meine Augenbrauen noch schminken kann. Es ist ein Weihnachtswunder. Ja, kann man so lassen, denke ich. So, dann machen wir jetzt ein Entspanto, ein bisschen goldiges Make-up. Wir machen einfach mal das drauf. So aufs ganze Auge. Nehmen wir noch so diesen Pinsel. Gehen dann dieses Weiß rein. Ja, ist okay. Und noch irgendein bisschen. Dann ein bisschen weihnachtlich schön goldenen Schimmer obendrauf. Wow. Niemand? Ah, nee, trägt Lippenstift ohne Lippenstift auf. Ich nehme den Lippenstift quasi mit einem Pinsel und trage den dann auf. Und dann kann man halt ordentlicher machen. Und dann verkackt man nicht und sieht besser aus. Hallo! Willkommen zu Annis Backstube. Wisst ihr, wie ich jedes Mal sage, Mann, ich hasse Backen. Und dann backe ich in jedem Stream, weil einfach Kuchen zu lecker ist. Löffelbiskuits, ich habe leider keine Löffelbiskuits bekommen, die waren ausverkauft, also habe ich Biskuit-Bodenteig. Aber ich merke gerade, das könnte vielleicht ein bisschen zu wenig sein. Wir werden es herausfinden. Also so 2 Schichten kriegen wir damit hin. Okay, schon mal nochmal so eine kleinere Form. Ah, bin wieder da. Ich habe wieder keinen Löffel oder so. Ach man, ich muss nochmal in die Küche. Ich raste aus. Ein Messer brauche ich auch, um das zu schneiden. Ach man. So, jetzt aber. Ein Eigelb. Ah, ich wollte keine Sauerei machen. Ich wollte gerade sagen, lass mal versuchen, keine Sauerei zu machen. Wenn dem Moment fällt mir es einfach aus der Hand. Küchenwaage. More like.
Wird schon passen. Schön schaumig. Ihr müsst schaumig werden. Alter. Ich hasse es. Ich hasse alles. Ich hasse Backen. So sehr. Wird schon schaumig genug sein, oder? Come on. Dann Mascarpone vorsichtig unterrühren. Oh, ist das bitte schaumig? Ach, Mann. Ich hasse alles. 10 Minuten mit dem Mixer. Ich hole meinen Mixer. Mann, ich wollte nicht schon wieder aufstehen müssen. So, wo bist du, Mixer? Zeig dich. Ist das laut? Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ist das jetzt schaumig? Ich habe keine Lust mehr. Es dauert zu lange. Ist das schaumig? Ist das schaumig? Ja. Ach, nice, Alter. Creme. Was passiert als nächstes? Das Eiweiß zu steifem Schnee schlagen und unterheben. Löffel bis kurz kalten Kaffee tunken und auf Küchenpapier etwas abtropfen lassen. Mhm. Ich liebe Backen. Ich liebe Backen mega krass. Ja, Erdbeben. Rette sich, wer kann. Das riecht schon nicht unlecker. Kann man nichts gegen sagen. Gleich gibt's Essen. Sobald wir das fertig haben, holen wir die Cannelloni, machen die schnell fertig. Dann kommen die in den Ofen. Und dann haben wir so eine halbe Stunde Zeit, um hier einmal alles schick zu machen. Und mal vielleicht noch kurz labern. Dann holen wir die raus, decken alles mit Vorspeisen. Dann geht's los. Ah, hab ich Bock. Ah, ja. So, mal kurz in 6 halbwegs gleich große Teile gemacht. Ich muss Amaretto noch reintun, glaube ich, oder? Schau mal ganz kurz. Vorher Amaretto unterrühren. Vorher. Ah, oh, es riecht so lecker. So, jetzt müssen wir einmal diese Boys and Girls in Kaffee eintauchen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen möchte, aber ich dachte, ich packe das einfach hier rein, kipp diesen halben Liter Kaffee, den ich habe, drüber und dann tunkt das einfach, oder? So. Oh mein Gott, es fällt komplett auseinander. Das war voll die dumme Idee von mir. Ups. Egal, wird schon gehen. I believe. Wird eh alles im Magen. Muss nicht schön aussehen, muss nur lecker schmecken. Aha, so. Langsam wird's. Das erste Mal, dass ich Tiramisu mache. Okay, ich habe schon mal Tiramisu gemacht. Das ist schon super lange, da war ich wie 12 oder so. So. Alles riecht nach Kaffee. Alles ist Kaffee. Mein Pullover ist voll mit Kaffee. Mein Leben ist jetzt Kaffee. Aber das ist okay. Denn es ist Weihnachten und ich liebe alles. Hier muss eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht werden. Wir haben die Cannelloni, die wir gestern vorbereitet haben. Und wir haben diese Form, der ein bisschen zu groß ist, aber uns hätten nicht alle reingepasst. Und der neue Ragu, den ich vorbereitet habe. Ist noch Papier drin. Na ja, gut, Dreck reinigt den Magen, ne? Schönen Löffel Tomato Sauce. Dann legen wir jetzt die Cannelloni drauf. Gut, die Form war gar nicht so viel zu groß. Es passt eigentlich ganz gut. Machen wir jetzt noch so 2 Kellen, 3 Kellen Soße einmal schön dick drauf. So. Und das war's schon. Das packe ich jetzt so in den Ofen. Und dann, it's gonna taste fantastic. Ich bin wieder da. Und ich bin sehr hungrig. Es gibt jetzt leckere Cannelloni, die wir gestern und heute noch gemacht haben. Bin so gespannt, ob das, was ich hier gekocht habe, lecker geworden ist. Alter, die sind so gut geworden, wie bei meiner Mom. Mama, ich mache die Konkurrenz. Irgendwann koche ich so gut wie du. Ich bin gerade wieder da, wurde schon gegessen. Nee, ich bin gerade fertig gegessen. Den Tiramisu habe ich noch, aber ich bin so satt schon. Oh Mann, ey. Habe ich auch echt viel Käse gegessen. Ich weiß nicht warum, es fühlt sich so weich an. Was ist das, dass es sich so weich anfühlt? Lesen wir erstmal den Zettel. Bei dem ganzen Cosplay hat deine Unterlage echt leiden müssen. Von Howard Jägers. Nein! Das ist eine neue Unterlage? Oh mein Gott! Warum macht Howard die besten Geschenke? Er ist nicht mehr im Chat, er ist auf der Arbeit, ne? So süß. So süß. Rollschneider-Set. Och Mann! Oh mein Gott, die Farbe! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das sind sogar die gleichen, die ich hatte. Oh mein Gott, es ist einfach in Pink. Ich liebe Pink. Und die Matte ist einfach... Ah! Einfach rosa. Und ich liebe es. Oh mein Gott. Ein kleines Geschenk haben wir diesmal. Gucken wir mal. Man kann nie genug haben.
Man kann nie genug haben. Auch von Howard, Jägers. Wie viele Pakete hat der Junge geschickt? Der hat mal wieder komplett übertrieben, ey. Man kann wirklich nie genug davon haben. Einfach kriegen noch mehr Clips. Es ist so süß, es ist so aufmerksam. Oh, diesmal von jemand anderem. Viel Freude mit dem Geschenk. Ich dachte, da du gerne backst, wäre das mal ein kleines Geschenk zu Weihnachten, was glücklich macht, weil ich so gerne backe. Von Adrian, ich lese mir den Nachnamen nicht vor, in Klammern Vanity Ligazy. Vanity Ligazy, bist du gerade im Chat zufälligerweise? Ich habe dein Paket erhalten. Ich werde es jetzt öffnen. Extra hohe und stabile Ausstecher aus Metall. Oh mein Gott. Hier sind ja wirklich alle Formen drin. Cool, dann können wir mal Plätzchen noch machen. Weil ich es liebe zu backen, liebe Freunde. Wie mega cute. Dankeschön, Adrian. Vielen Dank. Oh nein. Oh nein. Maron ist am Turm. Oh, Maron! Oh, du Arme. Oh Gott. Alles okay, meine Süße. Oh, sie hat sich erschrocken. Und die Farbe, die Süße. Oh. Von Howard Jägers erhöht die Traktion auf modische Art und Weise pink. Was heißt Traktion? Ich muss sie sofort anziehen. Ich muss sie sofort anziehen. Oh mein Gott. Ja! Erhöht die Traktion auf modische Art und Weise grün. Hm. Oh mein Gott. Die sind auch richtig schön. Howard ist nicht da. Schade. Aber es ist so schön. So schöne Geschenke, so klug, so cool, so lustig. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist was für meine Vitrine. Es ist eine Sinon-Figur. Ich würde sie rausnehmen. Sweet. Wow. Liebe es. Voll niedlich. Oh mein Gott. Falls ihr immer mal wissen wollt, wie Frauen ohne BH aussehen. Von Howard. Lieber Chat, immer wenn du jetzt dieses Geräusch hörst, in Klammern Brutschel, Brutschel, darfst du mir dafür danken. Es ist Brutschel, Brutschel. B-R-U-T-S-C-H-E-L. Brutschel, Brutschel. Live healthy life. Oh! Ein Wasserkocher, der gleichzeitig einen Teefilter integriert hat. Das ist so cool. Der war auch bei der Wishlist auch drauf. Geil, Alter. Jetzt kann der hier raus. Dann habe ich wieder einen in der Küche. Brutschel, Brutschel. Ja, stimmt. Der Wasserkocher hat immer Geräusche. Oh. Wer packt denn so ein Paket ein? Was auch immer hier drin ist. Ich verfluche dich. Oh mein Gott. Aber wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann ist es ein Set mit Mussini-Farben. Oh mein Gott, ich glaube, das ist es. Von wem ist das? Oh mein Gott, das ist das Mussini-Malset. Das ist so ultra nice. So mit die besten Ölfarben, die man so kriegen kann. Und das ist krank teuer. Die Farben sind so teuer. Oh mein Gott, hier ist alles drin. Das ist so schön. Ich glaube, jetzt ist Zeit, ein paar Briefe zu öffnen, die jetzt zu Weihnachten gekommen sind. Es tut mir leid, dass leider super viele Briefe wohl zurückgeschickt worden sind. Aber ich bin trotzdem sehr happy über jeden Brief, der mich erreicht hat. Hallo, liebe Anni. Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du mit deinem Content geholfen hast, mich nicht hängen zu lassen. Du bist eine absolut liebenswerte Person und verdienst nur das Beste. Mit freundlichen Grüßen, Lein. Lein, dankeschön. Danke für die süße Karte. Vielen herzlichen Dank für die liebe Karte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Moin, Anni. Meine erste Subscription auf Twitch war bei dir. Danke für gute Unterhaltung. Und viel Erfolg mit deinen Projekten in 2020. Alles Liebe und kleiner als drei. Lorenz, beziehungsweise auf Twitch ist er L-Thor. L-Thor, bist du gerade da? Dankeschön für die schöne Karte. Bist du das? Ist das ein Cosplay-Bild von dir? Wenn ja, wäre das mega cool. But I don't know. Aber es wäre mega cool. Hey Anissa, ich bin so ein schüchterner Trottel, der einfach mal etwas Schönes schreiben möchte und Danke sagen will für die ganze Zeit und Arbeit, die du dir machst und hoffe, dass du damit ein bisschen was mit anfangen kannst. Bin da ein klein bisschen unbeholfen mit. Deine offene und positive Art hat mich sofort eingefangen und mich mitgenommen und hat mich Dinge anpacken lassen, die ich eigentlich sonst wohl eher nicht getan hätte. Oh mein Gott, ist das schön. Du bist eine Person. Ihr heult, ich heul nicht. Du bist eine Person, die ich mir gerne als Inspiration und Vorbild nehme, wenn ich an mir und meinen Zielen arbeite. Die Dinge, die du über die Zeit auf die Beine gestellt hast, sind wirklich beeindruckend. Und ich freue mich immer darüber, wenn man die tollen Ergebnisse deiner Arbeit bestaunen darf.
Schön, dass es dich gibt. Ich hoffe, du hast eine wunderbare Weihnachtszeit und wünsche dir, dass deine Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen werden und du dabei weiterhin viel Spaß haben wirst und verbreitest. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße, ein schüchterner Trottel. Das ist echt schön. Das ist wirklich ein sehr schöner Brief. Und gar nicht unbeholfen oder schlecht, gar nicht. Das ist sehr schön geschrieben. Vielen herzlichen Dank. Wie süß ist das denn? Warte mal, ist das ein Gedicht? Hallo Anni, ich hatte dir vor ein paar Monaten ein Akrostikon geschrieben. Ist das das richtige Wort? Und, weil Mut nicht so meine Sache ist, für mich behalten. Obwohl ich nicht weiß, ob dir so etwas gefallen kann, schien es mir der perfekte Moment zu sein, meine Entscheidung zu überdenken. Daher viel Freude damit und danke für die Mühe, die du oft auf uns nimmst. Ich wünsche dir ein angenehmes Ende dieses denkwürdigen Jahrzehnts und ein schönes kommendes. In zittriger Aufregung, Martin. PS, verzeih mir meine Kralle. Ich bin mit meiner Schrift und über die zweite Klasse hinausgekommen. Oh mein Gott. Die sich alle Sorgen um ihre Schrift machen. Alles gut. Ich glaube, das ist ein Gedicht. Ich lese mal vor. Ich weiß gar nicht, wie man sowas richtig vorliest. Der Ausdruck der Unsicherheit auf deinem Gesicht, als du dich erstmals für YouTube vor die Kamera gestellt, nahm mir für einen Augenblick die Sicht. Kein Wort, das viel verspricht. Es ist der Charakter der Dame, deren Wesen vieler Menschen erhellt. Fortan sehnte ich mich jeden Tag über allem nach der Frau, die Enten mag. Rechtzeitig kommt sie, wann immer ich mich selbst nicht ertrage. Oh mein Gott. An jedem Abend voll Melancholie lebe ich in Ohnmacht in meinem Bett gebunden. Letztlich leuchtet deine Seele in sanfter Euphorie. Es heilen durch deine Streams meine inneren Wunden. Oh mein Gott, wie schön. Stunde um Stunde in allen Sekunden. Das ist voll schön. Oh mein Gott. Wahrscheinlich wird deine Erinnerung hieran bald verblassen, aber ich bitte dich dennoch, mich nicht zu hassen. Sieh, ich konnte die Finger nicht von der Idee lassen. Denn vermag es ein Mensch, so inspirierend zu sein, utilisieren die Worte mich und schreiben sich von allein. Tatsächlich wollte ich dir nur danken und ein wenig Kraft durch deine Stimme tanken. Solange du es schaffst, nicht den Husos zu weichen, tue ich alles, um dir diesen Punkt zu gleichen. Wie cool ist das denn? Ach, wie beachtlich du dich als Creator entwickelt hast. Nicht ganz ohne einen unbegründeten Stolz verfolgte ich diesen Prozess. Ich habe mir endlich ein Herz G und dies Gedicht verfasst. Schließlich minderst du meinen Stress. Sieh, du bist meine Medizin, fühle ich mich geistig krank. Also nochmals vielen, vielen Dank. Wie schön ist das denn? Oh mein Gott. Wie schön ist das denn? Oh mein Gott. Vielen, vielen lieben Dank. War das Martin? Ja, Martin. Vielen lieben Dank. Wie schön ist das denn? Oh mein Gott, ey. Frohe Weihnachten und alle guten Wünsche für das neue Jahr. Eine Hundekarte. Wie süß. Ein Amazon-Geschenkgutschein für 25 Euro. Dankeschön. Still und starr liegt der See. Die Entchen sagten Ade. Oh mein Gott, es ist noch ein Gedicht. Oh mein Gott. Still und starr liegt der See, die Entchen sagten Ade. Im Herbst, da flogen sie gen Süden, des langen Flugs nicht müd. Als der Herbst dann letztlich verschwand, zog der kalte Winter übers Land. Ist der Winter dann vorbei, naht auch schon der Frühling herbei. Im Frühling, da kehren die Entchen zurück und im Gepäck viel Freud und Glück. Der See im Sommer ist nun wieder klar, sitzt doch an jedem Ufer ein Entenpaar. Frohe besinnliche Weihnachten wünsche ich dir und ein erfolgreiches neues Jahr. Als kleines Dankeschön für die wundervolle Unterhaltung in diesem Jahr und hoffentlich auch im nächsten Jahr ein kleines Weihnachtsgeschenk. Die 25 Euro Geschenkkarte. Süß von dir, Dankeschön. Wünsche dir Toby Stray. Oh, Toby, Dankeschön. Wer von euch ist am Zwiebelschneiden? Annis Augen tränen schon. Tun sie nicht! Ich habe nur Andi Schuppenshampoo ins Auge bekommen. Liebe Anni, zuallererst wünsche ich dir frohe Weihnachten und nun, ja, jetzt kommt das Danke. Oh mein Gott. Danke für ein Jahr voller Anni. Danke, dass du dich, egal wie es dir geht, vor den PC setzt und streamst. Danke, dass du dir das ganze Jahr den Hintern aufreißt, damit wir YouTube-Videos, Streams und Merch von dir haben. Danke, dass du für uns da bist, auch wenn du vielleicht es gar nicht so wahrnimmst. Danke für deine offene Art, dein tolles Wesen und deine Direktheit. Bleib so, wie du bist. Oh mein Gott, wie schön. Mein Jahr war persönlich eine Katastrophe. Erst hatte ich mit Krankheit und Depressionen zu kämpfen, dann habe ich sehr gute Freunde verloren, weil ich nicht mehr in ihrem Leben gepasst habe. Da ich eine Mama bin und weitere Prioritäten sich verschoben haben,
Dazu bekam mein Papa nach 10 Jahren der Ruhe wieder Krebs. Ach du Scheiße. Nur dieses Mal hat er im Oktober den Kampf verloren, obwohl es alles so positiv aussah. Ach du Scheiße. An die Community, bitte geht regelmäßig zu Untersuchungen. Wir brauchen doch die Community. Geht regelmäßig zu Untersuchungen, Leute. Lasst euch abchecken. Jetzt, wo du den Brief vorliest, sitze ich mit meiner Mama, Schwester, Freund, Nichte und Tochter, die letzten dieser Familie, am Tisch und versuchen, das Beste aus dem Fest zu machen, ohne den besten Mann, Papa, Opa der Welt. Die einzige Konstante in diesem Jahr war meine die einzige Konstante in diesem Jahr war meine Familie, zwei Freunde und du. Du hast mich zum Lachen und Weinen gebracht. Und das Wichtigste, du hast mich abgelenkt und damit gesorgt, dass ich aus meinem Loch krabbel, eine Brücke darüber baue und über die ganze Scheiße, die passiert ist, darüber gehe. Danke, ich freue mich auf nächstes Jahr und danke dir von Herzen und alle bis Stück. Jetzt kann ich nicht mehr. Oh mein Gott, das ist so schön. Das tut mir so leid, aber das ist so krass. Alles gut. Schon wieder Zwiebeln. Da ist kein Shampoo, doch. Ich hab Anti-Schuppen-Shampoo im Auge. Das brennt ganz doll. Dankeschön, Jenny. Für den sehr schönen Brief. Vielen herzlichen Dank. Das ist so krass. Das ist alles, was ich je wollte. Ich kann euch nicht vor der Scheiße bewahren, die euch passieren wird. Das Leben ist scheiße und unfair und es wird scheiße passieren. Es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht. Und wenn ich euch auch nur 1% dabei helfen kann, dass es euch besser geht, dann ist es alles, was ich jemals erreichen wollte. Und solche Sachen zu lesen, das gibt mir einfach Leben. Anissa geht jetzt schlafen, liebe Freunde. Dankeschön fürs sehr zahlreiche Zuschauen heute. Hätte ich wirklich nicht damit gerechnet. Hat mich aber sehr gefreut. Ich bin jetzt erstmal weg für ein paar Tage. Bei meiner Familie bleibe ich. Ich denke, ich bleibe bis zum 29., vielleicht bis zum 30. Ich habe es mir noch nicht hundertprozentig überlegt, wie lange ich bleiben will. Schaue ich dann mal. Und dann sehen wir uns dann wieder für eine Woche. Und dann am 6. Januar geht es für mich zu meiner Nasen-OP. Und dann bin ich erstmal wieder 2 Wochen auf Zwangsurlaub. Aber dann geht es wieder richtig los. Danke fürs Zuschauen heute. Ich habe euch mega lieb. Gute Nacht.